Dimitri, Average über 100 gespielt, du bist wieder zurück auf der großen TV-Bühne und schon funktioniert es wieder. Kann man das so sagen? Ja, doch schon. Ich habe dieses Turnier angefangen mit den Gedanken, was läuft jetzt? Geht es? Wird es klappen? Wird es nicht klappen? Ja, ein bisschen in das Ungewissen, aber ich bin sehr stolz jetzt. Ich habe zum ersten Mal mit meinem neuen Setup, meinem neuen Darts, eine 100 plus Average geschafft. Also ich weiß, ich bin auf dem guten Weg. Ich habe verschiedene Setups benutzt zum Aussuchen, aber das Aussuchen kommt langsam an zu dem Punkt, dass ich es benutzen muss bis der WM, weil WM, jeder weiß das, ist das Wichtigste im Jahr. Die Bühne ist das eine, der Floor ist das andere. Also die letzten Turniere waren schwierig, glaube ich, vor Dortmund. Waren das nur die Darts oder ist es nach wie vor so ein bisschen, dass du und diese Floor-Turniere nicht so richtig zusammenpassen? Ja, okay, meine Floor-Turnieren in der Geschichte waren nicht das Beste, aber bitte sei mal ehrlich, dieses Jahr habe ich einfach meine besten Jahre gespielt auf diese Floor-Turniere. Ich glaube, jeder Spieler, das auf der Floor und gemischt mit der European Tour-Turniere fünfmal hintereinander erste Runde verliert, hat nicht so viel Vertrauen oder Selbstvertrauen. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber so wie immer, wenn ich jemanden das sucht, so als Positiver, du musst ja weiter, du musst nie aufgeben. Also ich bin wieder ans Practice Board gegangen und ich habe, also es kann vielleicht lustig sein für die Leute, aber in dieser Woche, dass ich 4 Tage auf der Floor Tournament jedes Mal jetzt Runde verloren habe, gibt es trotzdem was man lernt. Du wirst besser draus werden, aber du musst das auch sehen, du musst das mitnehmen zum nächsten Tag, nächsten Turnier. Und das habe ich gemacht. Also diesen Prozess, dieses Projekt, ich bleibe dran, ich gebe nie auf, ich komme stärker zurück. Wie zufrieden bist du mit deinem Jahr? Da waren Halbfinals dabei, da waren Finals dabei, auch in großen TV-Turnieren, aber auch wahrscheinlich Niederlagen, die dich geärgert haben, vielleicht beim World Matchplay. Aber wie siehst du dein Jahr, wie es bis jetzt war? Für mich ist das Wichtigste, wenn du guckst zum die Order of Merit, sag mal, ich stehe bisher, soweit ich weiß, immer noch in der Top 16 der Welt. Wenn ich da im Anfang des Jahres anfange, möchte ich auch im Ende des Jahres da bleiben. Das ist mein großes Ziel. Das heißt, ich glaube, ich tue es nicht so schlimm. UK Open habe ich gute Spiele gemacht, leider verloren gegen Ryan Searle, glaube ich mir, oder Danny Noppert, bin mir nicht sicher. Aber dann Halbfinale, World Matchplay, Viertelfinale in der World Grand Prix. Wenn es kommt zu den wichtigen Turnieren, tue ich es nicht so schlimm. Und dann, so wie gesagt, mein bestes Jahr in der European Tour, mein bestes Jahr in die Player Championships. Ich glaube, ich bin mir immer noch Schritten vorwärts am machen. Also meine Gedanken sind positiv. Ja, okay, neues Material, neues Setup, neues Sponsor. Aber auch da, wir sind Profis. Wir müssen damit klarkommen. Wir müssen hart arbeiten, um wieder auf den richtigen Weg zu gehen. Also das kann ich dir versprechen. Das tue ich für mich, für meinen Sponsor, mein Management und sowieso für meine Familie und auch für die Fans. Das heißt, du würdest sagen, ein ganz, ganz großer Titel ist nicht mehr weit weg? Ja, Gemeine das Frage. ist eine Frage, ich möchte es. Ja. Sehr gerne sogar. Aber Fuß auf dem Boden, das wird bei mir auch nie ändern. Das kann ich auch versprechen. Gefällt Ich mir. glaube drin. Ich werde nie aufgeben. Jedes Spiel, wenn und gegen wen ich spiele. Ja, bis das Letzte werde ich kämpfen. Bis der Letzte Dart getroffen ist, bis das Spiel Game Over ist, Demi wird kämpfen bleiben. Aber ich glaube daran, dass ich es kann. Ich glaube daran, dass ich einen Sieg holen kann auf die wichtigen Turniere. Und in den Einstellungen musst du auch anfangen, glaube ich mir. Jetzt bist du erstmal hier eine Runde weiter und vielleicht Ja. klappt es ja schon an diesem Wochenende. Ich danke dir.